Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2. Heute wird es auf der Map Düsseldorf sein, mit einem sehr, sehr schönen Bus, muss ich sagen, denn OMSI einigermaßen gut umgebaut ist. Jetzt haben sich gerade mein Kopfhörerkabel verfangen unter dem Stuhl. Ja, es ist halt einfach nur der umgebaute Ruhr Solaris als Viertürer mit einer anderen Kasse und anderen Texturen, aber sonst hat sich nicht viel verändert. Also die Türbereich und natürlich die Sitzbereiche haben sich geändert. Natürlich die Klimaanlage hat sich geändert, also ja. Es hat sich nicht so viel an dem Bus verändert, aber sicherlich die ganzen Omsianer unter euch kennen diesen Bus. Deswegen würde ich einfach sagen, wir steigen mal ein. Machen den Motor an. Standardhupe aus dem MRNL NG 272, ne, heißt der. Ja. Naja, diese scheiß Ecke haben sie immer noch nicht rausgemacht. Kriegen sie nicht hin. Ich kann das leider nicht abändern. Die stört mich, diese Ecke hier. Es ist einfach ein hässlicher Spiegel mit einer Ecke drin. Wenn ich sie mir von draußen angucke. Warum macht man sowas? Also ganz ehrlich. Also, es ist nicht rund. Dieser Spiegel ist nicht rund. Das sieht hässlich aus. Muss ich einfach mal so sagen. Naja, und der Spiegel ist der rund geworden. Ach, da hat man sich mal wieder Mühe gegeben, den Spiegel rund zu machen. Und der hier, der sieht da reinste Kacke aus. Deswegen fahre ich mit dem Bus nicht so gerne. Tut mir leid. Naja, da müssen wir heute leider durch. Und zwar ist das heutige Thema, dass wir gucken, dass wir irgendwo Spandau-Gebäude entdecken und wir nicht aus dem Bus aussteigen dürfen. Wir fahren die M3. Fahrplan schmeißen wir rein. 10.30 Uhr. Die ist zu früh. 9.30 Uhr ist zu spät, zu spät, zu spät. Das ist auch zu spät. Wir starten am Sestern. 9.26 Uhr, wir haben es gleich 10. Müssen wir gucken, dass wir am Sestern 10.26 Uhr. Ja gut, nehmen wir die um 10.26 Uhr. Oh, dann stellen wir die Zeit vor. 10.26 Uhr. Anmelden. Jetzt ist die Frage, welche Nummer könnte das sein? 27, ist das die richtige? Oh ja, ist sogar die richtige. Das ist einmal die 27914 und die 67213. Okay, ist beides falsch. Da gibt es so ein sogenanntes schlaues Büchlein, in dem wir dann einfach mal reingucken können, das sich Düsseldorf nennt. Also, Profi. Ja, da hat mal wieder der Christian Rollo und der Kevin jetzt mal wieder richtig. Wo könnte das jetzt stehen? Nicht im Büchlein. Ach, da steht die. Ach, die haben sie abgeändert. Ja gut, ne, da muss ich erstmal drauf kommen.
1, 5, 2, 1, 7. Einmeldung Linie Kurs. Wir fahren die Linie 3. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wie man das schildert. Ich habe hier doch den Zettel liegen. Aha. So, das. Nee, N35. Oh Gott. Wie schildert man das M? Wir schildern erstmal die Linie 3. Also heißt es 003 00 003 00 01. Okay, dann ja, 003 01. Ach, der schildert direkt das M schon. Ah, okay. Ja. 0,9 Minuten noch, dann machen wir die Heizung an, die hier oben ist. So, passt schon. 14 Grad. Oh, Elektrotür-Sounds. Sehr interessant, sehr interessant. Und der Deckel geht richtig auf da oben. Oh. Keine Nummer steht drin, macht nichts, wir fahren los. Also in der heutigen Folge geht es darum, dass wir einfach mal auf der Suche sind nach Spandau-Gebäuden. Ach nö. Lieber PC. Bitte mach nicht das, was du die ganzen Tage auch gemacht hast. Bitte. Omsi, bitte stürz nicht ab. Danke. Es war ja irgendwie war es klar. War klar. Ja, ich habe mit meinem Lenkrad Probleme, wenn es um die sogenannte Hupe des Lenkrades geht. Steigen wir mal ein. Und los geht's. Lecker schmeckig, 16 Grad. Mal sehen, wie viele. Ach ja, da muss ich mir noch mal kurz. Niederkasseler Kirchweg. Ja, muss ich mir noch mal einen Zettel nehmen. Ja, da habe ich. Doch, ich habe hier einen. Weil den Zettel kann ich gut benutzen, um eine Strichliste zu machen, wie viele spannende Objekte wir gefunden haben. Da kommt gerade keiner, also können wir hier uns einmal kurz hinstellen. Okay, wir können uns da doch nicht hinstellen. Nehmen uns den Kugelschreiber und fahren direkt weiter. So. Also. Bremsen vor dem Lenken. Bremsen vor dem Lenken, alles klar. Staufenplatz. Ja, die Linie M2 ist noch nicht mitgeliefert. Nur geschmeidig einmal hier rüber. Och nö, und wir halten direkt an und dann machen wir das, was ich schon immer gut konnte in Omsi. Und zwar, dass wir einmal hier hinten da irgendwo hingehen, wo wir nicht hin wollen. Und dann gehen wir wieder zurück und dann können wir geschmeidig weiterfahren. Das wäre sonst nie was geworden.
diese Aral-Tankstelle, das ist eindeutig eine aus Spandau. Meiner Meinung nach. Nein. Will die nicht mit? Ach ja, wir müssen hier ja gar nicht anhalten. Also ich würde sagen, das ist das erste Spandau-Objekt, was wir benutzt haben, weil... Ich sag mal so... So, erstmal ein Strich eins. Kevin Nitschmann ist dafür bekannt, Spandau-Objekte zu benutzen. Ne, da sind keine. Müssen wir uns mal umgucken, wo wir... Also ich denke, dass wir hier gleich rechts oder links irgendwelche finden würden. Sind wir hier richtig? Niederkasseler Kirchweg. Also der Fahrplan ist, sogar mit Sputzschutz. Ich brauche einmal Preisstufe A. Und das für Kinder. Preisstufe A. 1,70. Dann machen wir erstmal 2, 5. Hä? Ach, das ist eine 8. Ups, nicht gesehen, das ist eine 8. Ja gut, dann einmal anschnallen. Anschnallen. In diesem Bus kann man sich nicht anschnallen. Also, da... Ja, also... Oh, was ist das? Was ist das? Ist das ein Spandau-Gebäude? Wir gucken uns das mal kurz genauer an. Ah, die Falkenseher. Ah. Oh. Aber in dem Tweet auf Facebook hat Kevin gesagt, alles außer Tankstellen und... Also müssen wir den Strich wieder wegmachen. Da habe ich nicht dran gedacht. Ne, Kevin sagt ja, dass... dieser Zettel ist so scheiße. Wir nehmen uns einen neuen Zettel. Professionell vorbereitet. Einmal in der Mitte knicken. Und dann haben wir die Strichliste gleich. Kevin Nitschmann hatte gesagt, dass wir in seinem Tweet auf Facebook, dass alles unter 1% sind. Also dass die auf allen Düsseldorf-Karten, die er bis jetzt gebaut hat, Belsenplatz, die Objekte aus Spandau sind. Unter 1%. Und das ist meiner Meinung nach gelogen. Was ist hier? Lewitzstraße. Ah, okay. Und das ist leider gelogen. Deswegen müssen wir hier leider öfters anhalten und gucken, was das hier so sein soll. Sieht sehr, sehr komisch aus, was das hier darstellen soll. Mich interessiert halt, was das hier darstellen soll, aber gut. Auf jeden Fall, dass die Falkenseher Gärten, so wie sie hier sind, nicht dazu zählen und die Tankstellen auch nicht, aber alles andere. Und da ist leider nichts zu finden, was irgendwie an Spandau erinnernd soll. Gut, dieses Gebäude weiß ich gar nicht, ob das aus Spandau jetzt ist oder nicht. Da kenne ich mich leider ein bisschen zu schlecht aus. Ah gut. Fahren wir jetzt einfach mal kurz ein Stückchen weiter und gucken mal, wie viele Objekte wir wirklich aus Spandau finden. Also man hat teilweise wirklich schon gesehen, dass... Ja, wir müssen hier links rum. Und die Ampel war leider rot, deswegen müssen wir leider anhalten. Oh, wir haben es zu warm im Bus. Die Fahrgäste beschweren sich, dass es zu warm wird. Gut, dann machen wir einfach hier aus. Da auch aus. Und da auch aus. Und dann schmeißen wir das Fenster auf. Was haben wir denn hier für einen schicken Fahrplan? Staufenplatz, Vorwinkel, Messe 980, die M3 und die M2 ist hier drauf, aber die M2 ist ja noch im Bau.
ist die Ampel grün. Inzwischen ja. So. Weiter geht es rechts rum. Also diese Qualität, dieses Gebäude hier rechts, das ist miserabel. Oh, was haben wir denn hier? Also, das ist ja... Oh, ja. Das ist ja... ne? Grau von der einen Seite, aber dann diese Ecke, also... Das hätte man besser machen können. Also, das hätte man besser machen können. Alter, das ist ja sowas... Also, das ist ja ganz ehrlich, also nee, also das hätte ich mir echt nicht erwartet, dass sowas passiert. Also ganz ehrlich, also mit meiner aller Liebe bitte, also ich hoffe, das ist ein schlechter Scherz. Also guckt euch das mal an, also vor allem das Haus ist grau von der Seite, also was ist das für ein Backdrop? Das ist doch, hä? Dieser, die, hä? Was, hä? Was soll das? Es fängt ja wieder richtig gut an. Und warum? Oh, habe ich wieder die Hupe gedrückt? Jetzt wird es ja immer viel zu laut hier. Und diese Hupe. Jetzt habe ich wieder auf diese Hupe gedrückt. Ich muss ja die auf meiner Tastatur nehmen, die Hupe. Diese Qualität dieses Bildes, Alter. Da ist man mit einem Auto mit 300 vorbeigefahren, oder was? Oder was soll das für eine Scheiße sein? Also ganz ehrlich, also... So unter aller Liebe, Alter, was... Junge, was ist das? Hä? Das ist. Da macht meine Handykamera schon bessere Bilder. Das hier ist ein Objekt, was sich in Spandau befindet. Deswegen würde ich das als erstes Objekt, was ich gefunden habe, so ankreuzen. Wenn ihr irgendwie nochmal irgendwo anders nochmal mehr Objekte aus Spandau gefunden habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber. Wir gucken uns beispielsweise später dann nochmal Bad Hülsdorf an, dann kann man da... Na gut, Bad Hülsdorf ist ein bisschen jetzt... Ist eine fiktive Karte. Wir nehmen Hamburg Hafen City. Als... Oder Aachen. Oder München. Ich vermute mal, dass wir eher München nehmen. Weil da ist halt auch sehr vieles realistisch. Also es kann gerne realistisch hier sein, aber... Spandau auf Düsseldorf hat nichts versuchen. Hat nichts zu suchen, also... Oder auch hier. Also diese Qualität dieses Schildes. Das. Warum? Was ist das hier? Kann man nicht lesen. Wer kennt sie, die alte Telefonstelle aus von der Telekom? Wer kennt sie nicht? Die Telekom. Telekom. Junge. Also. Mal im Ernst. Das. Wenn die Texturen einigermaßen besser wären, dann hätte ich auch nichts gegen die Spandau-Gebäude. Solange das dann einigermaßen realistisch aussieht. Aber aktuell sieht das ja nicht realistisch aus, meiner Meinung nach. Guten Tag. 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 Guten Tag. Bisschen schneller nächstes Mal, liebe Oma. Willst doch nicht rein, hä?
haben wir hier wieder? Ah, okay, also nur so eine kleine Straße. Jugendherberge. Diese Qualität. Da hat man so noch das Straßenschild mit aufgenommen. Also, was soll das? Und was ist mit dem Typen hier los? Und warum hat man dieses Gerüst einfach unter das Straßenschild? Warum? Was steht da bitte schön auf dem Schild drauf? Also, Kevin, bitte. Ich dachte, du hast draus gelernt. Und was ist mit dem Gebäude? Hä? Wenn du das da schon an die Kante dran machst, dann mach es bitte da auch dran, weil das sieht nicht realistisch aus. Also, bitte, ich bitte dich. Meine blaue Tür. Auch mal ganz gut, eine blaue Tür. Naja, Qualität ist jetzt nicht so das Feinste. Was finden wir hier? Mobil in Düsseldorf. Naja. Was haben wir denn hier für so Sachen? Oh, die Haustür. Die sieht auch richtig gut aus, ne? Auch mal wieder gar keinen Bock gemacht, ne? Hier irgendwie die Straße zu Ende zu bauen, ne? Auch mal wieder zweimal dasselbe Haus nebeneinander. Ne? Ganz sicher in der Realität genauso. Oh, was haben wir denn hier wieder? Ah, Spandau! Ah, Spandau lässt grüßen. Und wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 23 mal dasselbe Gebäude. Wow. Also ist doch realistisch. 23 mal. Also da können wir mal direkt eine Liste machen. 23. Also das ist... Naja, daneben war ja noch ein anderes Spandau-Gebäude, ne? Also, nicht nur das hier, ne? 23 Mal. Also, das ist richtig... Oh. So muss das sein. Wie viele haben wir hier? 1. Wie viele haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach nee, das sind mehrere Gebäude. Das sind, oder? Wie sieht das aus? Ach, das ist 1. Ah, okay. Haben wir auch dieses Einzelne dazwischen gesetzt? Ja. Oh ne, es geht hier sogar noch weiter. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ne, das ist ein anderes. Ein anderes, ne? Oh, ein anderes Gebäude. Ja, geil, ein anderes Gebäude. Ach ne, das sind ganz andere. Die mit den Fenstern brauche ich. Ja, die hier. 24, 25, 26, 27, 28, 28. Gut, schreiben wir erstmal 28 Striche auf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oh, was haben wir denn hier wieder? Da wollte Kevin wohl mal wieder nicht irgendwie... Ah, okay, das geht einigermaßen. Ich wollte gerade sagen, da hat er wieder keinen Bock gehabt, da hinten Backdrop hinzumachen. Naja. Also, auch hier dieses mit der Tankstelle, also die mit der Tankstelle. Dieses Gebäude hier mit der... Junge, warum braucht man... Ganz ehrlich, warum braucht man... Also, ganz ehrlich, wer braucht bitte schön 5 Garagen nebeneinander oder 4? Hä? Also für Anwohner, ja. Aber, dass du dir Häuser überall stehen hast. Wofür? Und warum ist der Boden so verpixelt? Ach so, das ist so eine Platte. Da haben wir locker auch nochmal 10 Mal dasselbe aus. 1, 2, 3. Na gut, das ist ein anderes. 3.
Ne, hier haben wir auch dreimal dasselbe, ne? Da haben wir auch nochmal. Hier haben wir auch die ganze Reihe, ne? Oh, hier auch wieder, ne? Das ist doch. Das sind Reihenhäuser, aber man sieht einfach, dass das exakt dasselbe Gebäude nebeneinander ist. Weil da die Tür so komisch ist. Da macht man sich nicht die Mühe und setzt da andere Gebäude dazwischen. Warum? Können wir direkt nochmal 10 Striche machen? Nee. Ist das die Jugendherberge? Nee, das ist Barmerstraße. Wir müssen aber zur Jugendherberge. Denn locker sind wir schon wieder falsch gefahren. Nee, also. Hier auch. Oh, geht ja weiter. Oh. Junge, Junge, Junge. Ich kann gar nicht mehr auf, ich kann gar nicht mehr anfangen zu zählen, wie viele gibt. Eins, zwei, drei. Die haben wir da auch schon öfters gesehen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Ich will gar nicht anfangen, auf der anderen Seite zu gucken. Ja, auch nochmal 14. Oh, was haben wir denn da wieder? Ne? Da haben wir direkt wieder eine ganze Reihe an. Warum? Also. Na gut, das geht einigermaßen. Also da geht es wenigstens einer. Was haben wir da für einen Supermarkt? Kann man nicht lesen. Oh, da haben wir ein Bungee-Jumping. 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 Ja, ist mir egal. So, grün, weiter geht's. Also. Ich glaube, Qualität ist, naja, kann man hier jetzt zu wünschen übrig lassen. Ja, ist mir scheißegal, dass ich da jetzt gerade auf die Hupe gedrückt habe. Das macht man einfach aus technischen Gründen. Statt. Ja, weg da! Die achten nicht mal auf den Verkehr. Ja, weg da. Ja, komm, schmeiß mir doch die Kiste an. Oh, sogar mit Schatten gearbeitet. War wieder ein bisschen kreativ gewesen. Was soll das hier sein? Landtag. Kniebrücke. Ach, man darf hier nicht hochfahren. Ah. Jetzt kommt der Bus hier nicht aus der Pötte oder weh? Ah ja, kann ich hier schalten. Bin ich mal gespannt, wie. Ich bin hier mal testweise mal abgefahren. Ah, jetzt lädt es erst nach. Ja, Parken verboten. Ja, ist klar. Und darum geht es ja jetzt nicht. Also, es geht ja. Ja, mach den Unfall weg, Alter. Ich hab da nichts zu tun. Mal ehrlich. Also, mal ganz ehrlich. Also. Wenn ihr mal in Düsseldorf wart, dann müsstet ihr wissen, dass das nicht so am Strand aussieht. Also, wenn das überhaupt ein Strand sein soll. Also, ganz ehrlich. Also, was ist das denn? Hä? Hätte man ein bisschen kreativer machen können, ne? Also. Potenzial nach unten. Gibt's bei Palma. Potenzial nach oben. Hafen City. So, zack, einmal hier rüber.
Was ist das hier für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Das ist doch nicht realistisch. Also. Das sieht doch so scheiße aus. Also. Junge, meine scheiß Lenkrad, Alter. Als wenn das in der Realität so aussieht. Niemals in der Realität so aus. Ich bin mit der M3 noch nie gefahren, aber das sieht doch nicht realistisch aus. Also. Wenn ich das schon sage. Kirchplatz. Was haben wir da wieder für gehäuseltes Gebäude? Ach, das ist ja Schatten. Ja, ist noch grün. So, M3 einmal rum um die Kurve. Was haben wir dafür? Ach, verkaufsoffener Sonntag. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt haben wir hier auch wieder 50.000 Mal dasselbe Gebäude nebeneinander, oder? Wo steht unser Bus? Da, ja, hier. Ach nee, es ist ein Eckgebäude. Naja. Was haben wir hier? Oh, hier aber. Das sieht sehr interessant aus. Ein ganzes Gebäude, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so aussieht. Kirchplatz. Ja, Radfahrer ignorieren wir jetzt einfach mal kurz. Weiter geht's. Haben wir jetzt hier hinten die vierte Tür auch aufgemacht? Ja. Machen wir wieder zu. Fahren wir weiter. Also. Das sieht nicht realistisch aus. Hä? Also, mich kotzt ja schon an, dass das hier so... Aber das hier... Was ist das? Also... Das ist so wieder so schlecht, dass man, ne... Da und dann hier da mit den Schatten. Also, selbst... Wenn ich jetzt einfach mal... Bildbahnhof. Es wird auf... Übergang zur DS-Bahn. Übergang zur DS-Bahn. Hört sich auch irgendwie... M3-Terminus. Ja, konnte ich nicht wissen. Wenn ich mir... Oh, wieder Schatten. Junge. Selbst... Wenn ich mir... München, Aachen, Bad Hügelsdorf oder... Hafen City angucke. Ich würde da nicht ein einziges Objekt finden, was da annähernderweise irgendwas mit Schattenobjekte hat, was da in dem Foto. Also denn dann Schatten in Omsi, aber nicht in dem Foto. Ich bin einfach mal gespannt, wie die 721 wird und die M2. Also bitte verschone mich. Oh, das sieht auch wieder qualitativ hochwertig aus, dieses Gebäude hier rechts. Also. Ich brauchte erstmal eine kurze Pause von Düsseldorf. Also. Bitte verschont mich. Meine Nerven. Ah, na, diese Pappfiguren. Ach, Junge. Morgen. Morgen. Haben wir da? Kann man auch wieder total nicht gut lesen. Was soll ich sagen? Also, naja, Deutsche Bahn, gut. Uni Mitte. Warum bin ich jetzt auf einmal zu früh?
hat mir keiner gesagt, dass ich da anhalten sollte und hätte ein bisschen warten müssen. Oder stand das im Fahrplan? Kirchplatz nach Belg, nach Unimitte sind. Unimitte ist 8 Minuten. Wir haben es 43, naja. Ich denke, das kriegen wir noch hin. Okay, da haben wir wenigstens irgendwie so einen Halb. Da haben wir. Oh, das ist. Da fängt es wieder an, da fängt es wieder an. Da fängt es wieder an. Also kein Backdrop, ne? Da wollte man wieder. Ne? Kein Backdrop, ne? Was. Also, wenn du das schon wie in Ruhrgebiet gemacht hast, ne? Mit dem. Ne? Dann wenigstens Backdrop. Aber nicht so wie auf Ruhrgebiet, ne? Da hast du ja, ne? Die Kamera auf 3 Meter Höhe gestellt, ne? Und du sitzt aber nur auf 1 Meter Höhe. Oder die Kamera direkt auf den Boden gestellt, ne? So, passt nicht. Sieht kacke aus. Braucht man nicht. Also. Ja, was haben wir denn da wieder? Oh, Busspur. Ach, der Bus kommt von dort. Also, wenn Kevin das schon sieht, warum macht er sowas? Also, warum? Kann ich nicht nachvollziehen. So, das Gebäude geht noch, oder das hier. Aber, oh, hier haben wir auch wieder ein paar mehrmals das Gebäude, ne? Da, ne? Auch wieder kein Backdrop. Oh, und warum hat man hier, warum? Wie oft habe ich dieses Gebäude hier schon gesehen? Das ist aber selbst gemacht, das sieht man, weil das bitte beschatten ist. Wie oft habe ich das Objekt da schon gesehen? Bestimmt schon 20 Mal oder so. Also ganz ehrlich, also gucken wir uns mal ganz kurz den Innenraum an. Hat er wenigstens hier. Hier bleibt schön drin. Was haben wir hier? Ah, mitten im mit so einem Typen drin. Wie sieht das Innenraumslicht an? Mit ein bisschen Licht könnt ihr bekommen. Haben wir so eine scheiß Klimaanlage? Jetzt wird die Ampel hoffentlich grün und dann können wir hier aus dieser schrecklichen Situation rausfahren. Wie weit haben wir es denn noch? Wir haben 46 bis um 2 bis nach Eisholz. 1, 2, 3, 6, 50, 1. Ja gut. 1, 2, 3, 4, 5 Haltestellen. Kriegen wir hin. Und zwei nach sollen wir direkt wieder abfahren. Ja komm, gib Gas. Ich blink das sogar. Ah, da haben wir wieder die altbekannte Tankstelle. Die kennen wir doch irgendwoher. Da links haben wir sie gerade gehabt. Ja. Ich komme noch nicht durch. Ihr seid echt so Pappnasen.
Ich komme noch nicht durch. Er müsste mir schon Vorrang geben. Was soll das hier für ein Gebäude sein? Sieht ja echt scheiße aus, wenn das hier so rumsteht und seitlich. Also das hätte man wenigstens anders texturieren können. Oh, was haben wir denn hier wieder? Dieses altbekannte Objekt, was wir hier irgendwie mit dem Schatten haben. Das haben wir doch mehrmals schon gesehen. Also... Ach scheiße. Ja. Wie sollen wir da jetzt rumkommen, ohne dass wir da jetzt mit so einem Auto zusammenstoßen? Ja, da haben wir auch wieder 50 Mal dasselbe Gebäude nebeneinander da links. Machen Sie doch mal bitte ein bisschen vorsichtiger. Ja, kann ich machen. Also dieses Gebäude, das ist doch da gefühlt auch. Haben wir ja eben schon gesehen. Auch hier hinten wieder. Oh. Eins. Ah, ineinander gesteckt. Zwei. Drei, vier. Bestimmt siebenmal. Also, das ist... So. Türfreigabe rausmachen. Also, und natürlich Eigenwerbung machen für seine Wuppertal-Karten und so, ne? Die, oh. Danke. Aber theoretisch, also ich habe hier, Junge, rechts und links diese ganzen Objekte, da können wir locker mindestens nochmal 10 Striche machen. Ne, da halten wir ja nicht an. Wir halten ja Uni-Mitte an. Warum habe ich die Fahrgäste da gerade ein- und ausgesammelt? Hä, das war doch nicht Uni-Mitte, hä? War das Uni-Mitte? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Uni-Mitte war. Warum habe ich da gerade angehalten? Das war doch nicht Uni-Mitte. Wir haben Vorfahrt. Oh mein Gott, fahren Sie scheiße. Ich habe Vorfahrt. Ja, ich habe da keine Ahnung. Reißholz. Mein Kollege. Anhalten, habe ich gesagt. Ich will raus. Habe ich den Bus getroffen? Ups. Oh, wieder Schattengebäude an Schattengebäude. Junge. Oh, mal wieder eine kreative Baustelle. Schade, dass wir heute... Oh, Düsseldorf, ab jetzt verfügbar. Oh, so eine Scheiße, Alter. Mohrenstraße, damit sind wir doch gerade erst hergekommen. Hä? Da bin ich doch gerade erst reingebogen in die Straße. Rhein, M3. Da bin ich doch gerade erst hergekommen. Warum fahren? Oder? Täusche ich mich da jetzt? Nee, das sieht nicht so aus, wie ich dachte. Moin. Busfahrer braucht ein bisschen mehr Platz als ihr. Danke, wir haben Vorfahrt. So, jetzt haben wir auch hier wieder Spandau.
Dessauer Straße. Nee, wir dürfen weiterfahren. Er hält hier überall nicht an. Er hat geblinkt, er hat geblinkt. Also war es mal wieder eine Spandau-Kreuzung. Weil Kevin baut keine 1-1-1. Kevin baut keine Einlein. Wo kommt er jetzt her? Hinten. Kevin baut keine einigen Einlein. Baut keine. Oh, da müssen wir jetzt gucken. Da kann jetzt jemand rausgeschossen kommen. Das ist nämlich die. Da geht's von der Autobahn runter. Kevin baut keine selbstgebauten Kreuzungen. Universität West ist falsch. Aber ich finde das auch nicht schlimm, dass man Kreuzungen von Spandau benutzt oder so. Aber na, die blinken halt nicht, wenn sie auf, wenn man über Splines fährt. Also wenn man die nicht aus Kreuzungsobjekten baut, sondern aus Splines die Kreuzungen. Wie soll man hier rumkommen, ohne das Fahrzeug da zu berühren? Na gut, es klappt. 5 Minuten Verspätung, naja. Was haben wir hier wieder? Auch wieder irgendwie 5-mal dasselbe Objekt. Falkenseher. Oh, hier haben wir mal Kreativität mal ein anderes Objekt hingesetzt. Da fehlt sogar irgendwas. Also nach unten hin schon, aber oben hin hat er sogar was vergessen. Also, das ist einfach. Da ist Kreativität nicht, ja, in Grenzen gesetzt, ne? Also da ist nach oben hin. Also Kreativität kann Kevin hier noch richtig viel ausbessern, ne? Also. Was willst du da auch erwarten, wenn du der Palme angeguckt hast? Warum tischt er sich... Oh, Universität Mitte. Warum tischt er sich selber Lügen auf? Das verstehe ich halt oft nicht. Ich wollte gerne nur 3 Haltestellen fahren. Also eine Kurzstrecke. Hallöchen. Bitteschön. Ich wollte gerne nur 3 Haltestellen fahren. 3 Haltestellen. Wird das heute noch was mit meinem Ticket? Ja. Eigentlich kriegt der Fahrer ja Trinkgeld, aber das wir die Rollen tauschen, das finde ich immerhin super. Boah, super, das ist ja viel mehr, als ich erwartet hatte. Ja, bitteschön, immer gerne. Ich weiß, ne? 1,70, dann haben wir 2, dann 4. Ich habe ihm doch 2,30 gegeben, hä? Was will die? Warum? Hä? Uni Südost. Oh ne, Südost. Ich denke nicht mal, dass die Ansagen realistisch sind, aber das ist wenigstens das Einzige, was ich denke. Da! Das wird er wenigstens hinbekommen haben. Universität Süd nicht. Terminus 836 auch nicht. Also fahren wir nochmal ein bisschen weiter. Ja. Mit links genutzt? Nee. Okay. Fahren wir jetzt nochmal hier. Universität Südost, es will keiner ein- und aussteigen, also fahren wir weiter. Rein direkt? Nee, wir fahren hier nach Münchener Straße. Schon mal von Vorfahrt gehört? Leider nicht exist. Leider wohl hier nicht so. Ach, die. Oh. Was ist denn hier wieder los? Also, nicht mal hier, das passt zusammen. Das ist da. Da fehlt aber noch was. Oh.
Also hier in dem Gebiet kann man es wenigstens aushalten, weil da wenigstens nur diese eine Tafel hängt. Nein, nur 14 Kilometer entfernt, ja, Wuppertal, ne, die... eines der nicht guten und nicht schönen Karten. Muss man einfach mal so sagen. Also, oh ja, eins müssen wir noch, ob das bei mir auch der Fehler ist mit denen. Hatte ich ja in dem Düsseldorfer Video von Bio-ÖPNV-Simulation der Vorstellung der 721 untergeschrieben. Immer wenn man die Tür öffnet oder das Licht angeht, ist da unter dieser Nummer, da ist es weiß. Beschleunigungsstreifen, davon noch nichts gehört, Junge. Ach, ich muss hier links bleiben. Rechts. Beschleunigungsstreifen, das heißt nicht bremsen. Rechts und links ein paar Birken, ein paar Büsche und so. Ja, passt schon so. Reisholz. Und es ist rot. Au, oh, da sehe ich doch schon was. Da sehe ich doch schon was. Ja. Was ist das hier? Auch für... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es flackert sogar noch. Das sind doch... Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das so ist. Wer hier wohnt? Wo soll der hin? Hier ist doch nichts. Außer tote Hose. Hier ist doch nichts außer tote Hose. Also, da denke ich mir manchmal auch so. Warum? Ein bisschen Kreativität hätte man doch auch. Direkt Himmelgeist. Ach, hier hinten geht's noch weiter. Und wo geht's hier hin? Gucken wir mal kurz. Wo sind wir hier? Himmelgeistfriedhof. Ah, weiter geht's. Wird ja auch mal Zeit, dass es weitergeht. Münchner Straße mit 7 Minuten Verspätung und auf einer Karte, wo die Objekte unrealistisch sind. Man nicht viel zu erwarten hat. Ether Friedhof. Dann kommt Holthausen, dann haben wir es schon geschafft. Und habt das bald hinter euch. Unfall. Oh. Die bekannten. Ah, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, die altbekannten Poller. Gebühren, was für Gebühren. Was soll das bitte für eine Abfahrt sein? Da wird man sich doch... Du fährst ja auf eine Bundesstraße und hast nur so eine kurze Abfahrt. Hä? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist unrealistisch. Oh, da haben wir gerade ein Schild übersehen. Was steht da auf dem Schild drauf? 80. Gut, wir sind mit 71 unterwegs, also können wir da ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Kriegen wir hin. Das Video wird genannt Spandau Landkreis
Düsseldorf. Willkommen in Spandau, Landkreis Düsseldorf. Willkommen. Auf Spandau. Willkommen auf Spandau, Landkreis Düsseldorf. Obwohl, da gibt es doch diese altbekannte Busfahrausweisflächen. Wie man sie so gut nennt. Perfekt. Wer jetzt meckert, dass ich hier irgendwie... Jetzt ja aber... Ja, Logos gibt auch nicht. Die Logos sind wohl irgendwohin verschwunden. Da haben wir erstmal, ne, etwas am Start, was auch so reinturm. Düsseldorf. Das Foto sieht wenigstens richtig schön aus. Also richtig schön, naja. Aber diese Tankstelle, die haben wir doch auch mehrmals schon gesehen. Also. Wie findet ihr die Map denn? Würdet ihr, dass ich zu viel kritisiere? 1, 2, 3, 4. Auch mal wieder direkt wieder spannend auf. Oder findet ihr das gerechtfertigt, dass ich da meckere und dass es auf anderen Maps genauso ist? Also wie ist da eure Meinung zu? Das ist Eigenwerbung, das kann da ruhig bleiben. 1, 2, 3, 4. Fängt da direkt wieder gut an. Ah ne, ist ein ganzes Gebäude. Gut. Wie viel? 1, 2, 3. Falkenseer. Oh. Ich habe keinen Bock mehr zu zählen. Itter Friedhof. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Busfahrer und zu spät? Stimmt, da gibt's keinen. Hä? Macht irgendwie gar keinen Sinn. Holthausen. Da kannst du zwischengucken. Und? Naja. Außer, dass du da irgendwie irgendwo hinguckst, wo dann da irgendwie alles total miserable dahinter aussieht. Hast du nicht viel mehr zu erwarten, ne, als was du jetzt hier schon die ganze Zeit gesehen hast. Da ist wieder kein Backdrop, ne? Das habe ich jetzt schon gesehen, obwohl ich da nicht in die Straße reingefahren bin. Aber finde ich in Ordnung, wenn man jetzt um die Kurve baut. Aber wenn man es wie bei Kevin baut, ne, einfach nur geradeaus. Hallo? Und diese Hupe. Also, warum hat man da nicht... Unter aller Sau. Ich
Ich habe jetzt keinen Bock auf den Verkehr zu achten, deswegen machen wir es einfach mal ganz kurz so. Zack, 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 zack. Wieder zurück. Der Verkehr ist ja immer noch da. Aber es ist weniger. Die blinken nicht. Holthausen. Einmal anhalten. Naja, die ganzen Geschäfte. Tag. Haben wir es auch gleich geschafft. Also ab jetzt in Düsseldorf fliegen, ja, machen wir. Aber wenn du dir das anguckst, da kannst du nichts erkennen, was da für Obst und so bei Rewe oder was auch immer das war, der Edeka einzukaufen war. Reisholz Bahnhof. Ach ne, wir fahren geradeaus. Ich dachte, wir wollten da... Ah, okay. Gut, dann fahren wir hier lang. Direkt auf die Busspur. Warum auch das, ne, genau so, ein Gebäude sieht nicht von links oder rechts. Oh, mal ein rotes Gebäude, auch mal sehr, sehr interessant. Oh, wir haben grün. Niederhalt. Entschuldigung. Also, unter aller Sau. Was haben wir hier wieder? Was haben wir hier wieder? Oh. Was soll das hier sein? Was ist das? Löwen? Ne, starken Löwen. Irgendwie ist das eine Bäckerei oder so? Also Bäckerei, Firmengebäude. Ah, das haben wir hier auch nochmal. Bäckerei, Firmengebäude sechsmal irgendwie in der Nähe. Und dann aber wieder da irgendwas, was man nicht lesen kann. Nee, es ist rot. Ich glaube, ich bin auch falsch. Ich habe irgendwo, glaube ich, die Ausfahrt verpasst. Kann das sein? Nee, da, ne? Ja, okay, nee, habe ich doch nicht. Ja. Ich fahre hier mal kurz links rüber. Stimme ich mal mit. Ich fahre mal kurz rüber. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Damit ich den einzelnen Fahrzeugen hier mal kurz aus dem Weg fahre. Ein bisschen über 50 sind wir aber sonst. Ah, da haben wir wieder die altbekannte... Oder? Ist das wieder... Nee, das ist ein anderes. Aber von oben. Das sieht doch schrecklich aus. Also, mal ehrlich. Also. Oh, da haben wir mal eine ganz, ganz neue Scheune. Also, bitte verschont meine Augen. Oh, hier haben wir wieder was mit Schatten. Beste Schattentextur ever. Also...
Behindertsten. Ja, dann fahr doch! Behindertsten Autofahrer der Welt. Muss ich jetzt links rum? Ne, geradeaus weiter. Ach ja, unter noch unter dieser Brücke durch. Da war ja was. Da war ja was. Diese Brücke, wo das S-Bahn-Schild so richtig schrecklich aussieht. Ich bin heute ein bisschen sehr zügig unterwegs, kann das sein? So, links rum. Gucken, dass da kein Autofahrer kommt. Kommt keiner. Oh, da war noch Geld drin. So, alle raus mit euch. Einmal alle Türen auf. Raus mit euch. Haben wir es geschafft? Nein, gibt es noch einen Pauseparkplatz? Na toll. Gibt es wohl noch einen Pauseparkplatz? Habe ich's recht? Wenn ein Bus links blinkt, dann zieht man nicht einfach raus. Ja, da ist auch wieder was mit Schattentexturen. Reisholzbahnhof. Oh, da haben wir gerade was sehr, sehr Interessantes entdeckt. Das Auto sieht behindert aus. Aber ja, kurz und knapp gesagt. Ja. Ja. Reisholz Bahnhof. Diese Linie endet hier. Ich schwöre, Alter. Da diese Kante, Alter. Diese Linie endet hier, Reisholz Bahnhof. Auf der schlechtesten Map, die ich einfach mal so bewertet habe. Terminus plus Pause. Junge. Diese Pause brauche ich auch. Zu spät. Jetzt fahr doch vorbei, ich stehe hier doch nur. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses qualitativ hochwertige Video euch anzusehen. Mit den 1%, unter 1% Spandau-Objekte ist leider fehlgeschlagen. Texturenüberarbeitung 100% klar, aber da muss man bei Kevins Objekten und Baustil und Fotosmacherei und so nicht viel erwarten. Er ist halt wie er ist. Naja, es gibt immer einen in der Gruppe, der irgendwie ein Ausreiter ist oder so. Aber gut, na, dann habt's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.